Willkommen zur ersten Einheit des MOOCs. Können wir jetzt endlich loslegen? Sind wir schon im Internet? Ja, genau, das habe ich vergessen zu sagen. Alles, was wir gleich machen werden, ist im Internet. Auch Sie, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sehen uns im Internet. Ich erkläre dir zunächst aber, was das Internet ist, damit wir überhaupt wissen, wovon wir reden. Das Internet wurde Ende der 60er Jahre als Zusammenschluss von einigen Großrechnern amerikanischer Universitäten. Na gut, lieber kurz und knackig. Fast alles, was wir hier am Computer oder Handy machen, machen wir im oder vielmehr mit Hilfe des Internets. Wenn du auf imox.at gehst, WhatsApp-Nachrichten an Bekannte verschickst, YouTube-Videos schaust, dann verwendest du das Internet. Ich wollte schon seit längerer Zeit einen Freund in Deutschland kontaktieren, aber er hat mir nur seine E-Mail-Adresse gegeben. Das ist ein gutes Beispiel. Also, was ist ein E-Mail? Was kann ich damit machen? Ich habe gehört, das ist eine Art elektronische Post. Oder ein elektronischer Brief. Ich kann eine E-Mail an eine E-Mail-Adresse meines Freundes schicken. Stimmt das? Aber wie mache ich das? Genau. Die E-Mail-Adresse ist die elektronische Adresse einer Person oder Organisation. Wobei man nicht nur eine, sondern auch mehrere E-Mail-Adressen haben kann. Es gibt verschiedene Anbieterinnen, die ein kostenloses E-Mail-Konto anbieten. Bekannte sind Gmail von Google, Outlook von Microsoft, Posteo aus Deutschland oder Yahoo. Weißt du was? Wir erstellen jetzt gemeinsam ein E-Mail-Konto bei Google für dich. Schau, hier kannst du das machen. Als erstes klickst du auf Konto erstellen. Jetzt gibst du deinen Namen ein. Natürlich kannst du auch einen erfundenen Namen angeben, wenn du lieber anonym bleiben möchtest. Als nächstes kannst du deine gewünschte E-Mail-Adresse bei Nutzername eingeben. Also, füll das mal aus und such dir ein Passwort, das nicht so einfach ist und das du dir gut merken kannst. Ich mache gerne einen Satz und verwende dann die Anfangsbuchstaben, zum Beispiel IE2XATW Rufzeichen. Das kommt von Ich esse zweimal am Tag warm. Jetzt noch das Geburtsdatum und Geschlecht. Auch hier könnten wir wieder erfundene Daten angeben, wenn du nicht deine eigenen verwenden möchtest. Dann bestätigen wir noch die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung und klicken auf Konto erstellen. Jetzt hast du schon ein Konto. Super, danke. Das ging ja schnell. Und kann ich schon meinem Freund in Deutschland schreiben? Ja klar, und nicht nur das. Mit einer E-Mail-Adresse kannst du im Internet mehr als nur E-Mails verschicken. Du brauchst diese virtuelle Adresse im Internet auch für viele andere Dinge. Zum Beispiel kannst du damit auch E-Banking nutzen und online bezahlen. Aber du brauchst die Adresse mitunter auch fürs Handy, damit du dort Programme benutzen kannst. So, das will ich jetzt gleich selber probieren, eine E-Mail zu schicken. Warte! Ich muss noch schnell meinen Laptop hochfahren. Auf welches Symbol hast du da vorher geklickt? Was ist das? Das war ein Browser. Um eine Internetseite aufrufen zu können, brauchen wir ein Programm, welches Browser genannt wird. Bekannte Beispiele für Browser sind der Microsoft Edge und Safari. Es gibt aber auch noch andere Browser wie Google Chrome oder Firefox. Den Internet Explorer gibt es auch. Den solltest du aber nicht mehr benutzen, weil er schon sehr alt ist. In die Adresszeile des Browsers kannst du nun die Internetadresse eingeben, die du aufrufen möchtest. Meistens beginnt sie mit www. Das ist eine Abkürzung für World Wide Web. Und wieso steht da jetzt Website nicht gefunden? Zeig her. Ah, alles klar. Du bist noch nicht mit dem Internet verbunden. Du kannst dich mit einem Kabel oder ohne Kabel, also über Funk, mit dem Internet verbinden. Zum Glück haben wir hier im Büro ein Funknetzwerk, ein sogenanntes WLAN. Ich zeige dir, wie du dich damit verbinden kannst. WLAN ist eine Abkürzung im Englischen für ein drahtloses Funknetz, das den Zugang zum Internet ermöglicht. Der Begriff WLAN wird meistens synonym für Internetzugang an sich benutzt. Über ein WLAN lassen sich Daten ohne Kabel von Geräten wie Laptops oder Handys versenden. Damit du dein erstelltes E-Mail-Konto nutzen kannst, musst du dich nun auf der Gmail-Seite anmelden. Okay, dazu gebe ich also meine E-Mail-Adresse und mein Passwort ein. Sehr gut. Jetzt bist du im Posteingang. Das ist der Überblick über unsere ganze Post, die wir online bekommen.
Bei den Lernmaterialien in diesem Modul gibt es noch ein Tutorial, wie du den Posteingang am besten organisieren kannst, damit du den Überblick über deine Mails bewahrst. Ah, sehr gut. Hier oben kann ich die Adresse von meinem Bekannten eingeben. Bei Betreff schreibe ich Grüße aus Österreich. Das ist so ähnlich wie bei einem Brief. Hier kann ich jetzt den Text eingeben. Ich schreibe, lieber Max, ich habe mir gerade eine E-Mail-Adresse eingerichtet und möchte testen, ob die E-Mail bei dir ankommt. Bitte gib mir Bescheid. Liebe Grüße, Thomas. Und dann kann ich auf Senden klicken. Stimmt das? Ja, genau. Und nach einer Sekunde ist es dann in Deutschland angekommen. Das ist ja toll. Ich bin schon gespannt auf die Antwort. Ja, ich auch. Dieser Freund wird sich sicher sehr über deine Nachricht freuen. Neben E-Mails verfassen kannst du im Internet auch noch viele, viele andere Dinge machen. Die Website gmail.com ist ja nur eine von unzähligen Websites. Es gibt einige wichtige Webseiten im Internet, die man kennen sollte. Was sind denn Websites schon wieder? Und welche davon muss ich mir merken? Eine Website bzw. Internetseite kann mit einem Ort im Internet verglichen werden. So ein Ort hat einen Namen, der einmalig ist. Es gibt im Internet nicht nur sehr viele verschiedene Websites, sondern auch solche, mit denen man kostenlos eigene Websites erstellen kann. Also du musst sie nicht auswendig lernen. Einige davon wirst du dir sicherlich bald merken, weil du sie so häufig nutzen wirst. Und es gibt auch die Möglichkeit, einfach im Internet nachzuschauen bzw. zu suchen. Das kannst du zum Beispiel auf der Website www.google.com. Schau, ich gehe jetzt auf die Website Google und gebe ein Aktuelle Nachrichten in Österreich. Dann komme ich auf www.orf.at. Wenn ich Informationen zu einem bestimmten Thema suche, kann ich auch www.wikipedia.org nutzen. Das ist ein kostenloses Nachschlagewerk, quasi ein Lexikon, das unglaublich viel Wissen abgespeichert hat. Wenn du Informationen zu offiziellen Amtswegen oder zum Beispiel den Wohnsitz ändern willst, kannst du das auf www.österreich.gv.at machen. www.youtube.com ist eine bekannte Website mit Millionen von Videos. Die Videos reichen von Erklärungen zu Pflanzen bis zu Hilfestellungen zu unterschiedlichsten Themen. Anders als im Fernsehen kann bei YouTube jeder und jede selbst eigene Filme veröffentlichen. Boah! Das war jetzt aber viel Information. Keine Sorge, du kannst dir das Video danach nochmal anschauen oder einfach selbst herumprobieren. Wir haben für dich noch einmal die 5 wichtigsten Dinge zusammengefasst. In diesem Video haben Sie gelernt, dass Sie mit dem Internet grundsätzlich sehr viele Dinge machen können. Dies umfasst auch Tätigkeiten des alltäglichen Lebens wie Einkaufen oder Amtswege. Sie haben gelernt, was das Internet ist und wie Sie ins Internet kommen. Sie haben gelernt, wie Sie eine E-Mail-Adresse anlegen und E-Mails verschicken können. Sie haben gelernt, was WLAN und Browser sind. Und Sie kennen nun ein paar der wichtigsten Websites des Internets. Hey, mein Freund aus Deutschland hat geantwortet. Hey, na zeig mal her. Na, das ist privat. Okay, dann bis zum nächsten Mal.